Digitale Revolution in der Gesundheit ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Diesen Satz, den hören wir ungefähr genauso oft, wie wir ihn in den letzten 10 Jahren den Satz gehört haben, der Berliner Flughafen wird eröffnet. Ich möchte die offizielle Ankunft der digitalen Revolution in der Gesundheit vielleicht mit einigen kritischen Bemerkungen einführen, bevor ich dann auf Chancen, aber auch Risiken der Digitalisierung im Gesundheitsbereich eingehen möchte. Nun, digitale Gesundheit ist nicht wirklich bislang made in Germany als Produkt zu sehen, sondern wir schauen begeistert ins Ausland auf all unsere europäischen, außereuropäischen Freunde und Nachbarn, was sie so alles im Digitalisierungsbereich in der Gesundheit treiben. Nun, wenn man sich die Ausgangslage der Digitalisierung in Deutschland im Gesundheitsbereich anschaut, muss man zunächst mal ein ernüchterndes Statement abgeben. Die Daten in der Versorgung werden in der Regel nicht digital erfasst. Papier, Reißbrett und so weiter sind sehr viel häufiger anzutreffen als ein Arzt, der mit einem digitalen Smartphone oder einem Notebook durch die Gegend läuft. Unser Bundesgesundheitsminister wird gerne dafür zitiert, dass er sagt, nirgendwo wird so viel gefaxt wie im Gesundheitsbereich. Und ich würde hinzufügen, dass das Fax nur aus einem Grund noch existiert, weil nämlich Juristen, aber auch Ärzte dieses benutzen. Wenn denn mal Daten digitalisiert werden, werden sie oftmals nicht geteilt, mit Hinweis auf regulatorische und technische Hürden. Daten sind, wenn sie denn geteilt werden, nicht interoperabel, weder semantisch noch syntaktisch. Und wenn wir nun den Glücksfall haben, dass ein Bruchteil der Daten tatsächlich für Versorgungs- und Forschungszwecke geteilt und genutzt werden können, kommt der Datenschutz mit Sicherheit um die Ecke. Und ich würde behaupten, dass ein überzogener Datenschutz jetzt und hier in Deutschland Leben gefährdet. Wir haben eine fehlende IT-Infrastruktur in den Krankenhäusern. Allein in der Universitätsmedizin schieben wir einen Investitionsberg von ungefähr 10 Milliarden Euro über die letzten 10 Jahre vor uns her. Und als Resultat ist es nicht besonders überraschend, dass die Bertelsmann Stiftung in einer aktuellen Studie Ende letzten Jahres Deutschland auf dem vorletzten Platz, nur gefolgt von Polen, im Bereich der digitalen Gesundheit gesehen hat. Nun, wenn man sich ein Aspekt der digitalen Gesundheit anschaut, nämlich die elektronische Patientenakte, über die wir mindestens genauso lang wie über den Berliner Flughafen diskutieren, nämlich seit 15 Jahren, und uns im europäischen Vergleich sehen, sieht man, dass vor allen Dingen unsere nordeuropäischen Partner im grünen Bereich liegen und sehr stark vorangeschritten sind im Bereich der Einführung einer elektronischen Patientenakte. Deutschland steht nur aus einem Grund nicht auf Rot, sondern auf Gelb, weil ich auch beteiligt war an der Erstellung dieser Grafik und ich neben einem gewissen Positivismus und Optimismus mit hinzugeben wollte. Nun, wir haben Gott sei Dank einen hochaktiven Bundesgesundheitsminister, der ja auch gleich zu uns sprechen wird, der fast im Wochentakt, sodass es uns schwindelig wird, neue Gesetze oder Referentenvorschläge vorlegt, sodass man sich wirklich fragen kann, warum meckern wir denn eigentlich noch? Was fehlt uns denn eigentlich für eine erfolgreiche digitale Umsetzung des Gesundheitsbereichs? Nun, was uns fehlt, ist zuallererst ein Bekenntnis zu und eine Umsetzung einer forschungskompatiblen Patientenakte. Es ist schon in der Hightech-Strategie der Bundesregierung festgelegt worden, dass bis 2025 eine solche forschungskompatible Patientenakte kommen soll. Nun, wir schauen mal, die Gesetze geben das bislang nicht her und unser besonderer Wunsch an die Legislative ist, hier kräftig nachzubessern. Nun, wenn es nun darum geht, Interoperabilität herzustellen in unseren Gesundheitsdaten, ist natürlich immer die Frage, wer ist dafür zuständig und beachten wir internationale Standards, die unsere Nachbarländer schon lange eingeführt haben. Nun, auch hier müssen wir kräftig nachbessern und sind auch in aktiven Diskussionen dabei, uns darum zu kümmern, dass wir international anschlussfähig eine elektronische Patientenakte dann tatsächlich auch in Deutschland forschungskompatibel in den nächsten Jahren einführen werden. Nun, nach diesen kritischen Vorbemerkungen ist die Frage, können wir heute schon etwas tun oder müssen wir wirklich bis 2021 oder bis 2025 warten, bis wir tatsächlich etwas im Bereich der digitalen Gesundheit in Deutschland tun können?
Nun, ich möchte Ihnen an einem konkreten Beispiel aufzeigen, dass wir tatsächlich heute schon in der Kombination von Forschungs- und Versorgungsdaten im großen Maßstab im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, beide Begriffe, die ja in allen Industriesektoren, auch im Gesundheitsbereich, gehypt werden, wir tatsächlich einen Mehrwert für alle Akteure im Gesundheitsbereich darstellen können. Nun, künstliche Intelligenz ist eine Methode, die nicht ganz neu ist, sondern schon seit Jahrzehnten als Konzept und als methodischer Körper in den Wissenschaften existiert. Künstliche Intelligenz ist aus zwei Gründen jetzt so stark im Vorbrechen. Der eine Grund ist die Verfügbarkeit von riesigen Datenmengen, und wir brauchen Ausrufezeichen riesige Datenmengen, um solche KI-Methoden auch tatsächlich trainieren und validieren zu können. Und zum Zweiten brauchen wir eine ausgesprochen hohe Rechnerleistung mit bestimmten Architekturen. Auch da spielt ja auch Cisco und andere eine Rolle. Und als solches sind wir jetzt technisch in der Lage, von der Daten- und von der Compute-Seite hier tatsächlich einen Beitrag zu leisten. Wenn man sich die Datentreiber anschaut im Gesundheitsbereich, sieht man als die Datenweltmeister in der Tat die Sequenzierung, die molekulare Charakterisierung von Patientenmaterial an erster Stelle, gefolgt von der Bildgebung, die ja schon seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil nicht nur in der Forschung, aber vor allen Dingen auch in der Versorgung geworden ist. Die Phänotypisierung mithilfe von Electronic Health Records wird eine zunehmende Rolle spielen, auch in diesem Datenvolumen, in Deutschland bislang noch so gut wie gar nicht. Und natürlich reden wir nicht nur über die Daten, die stationär von berufsbedingt dazu bestimmten Personen erhoben werden, also Pflegepersonal, Ärzten und dergleichen, sondern wir reden vor allen Dingen auch in Zukunft über solche Daten, die wir selber an uns messen und selber auch rapportieren. Und auch hier ist die große Frage, welchen Bestandteil wird diese Datenmenge tatsächlich in der Routine-Krankenversorgung in 5 oder 10 Jahren spielen? Nun, künstliche Intelligenz, wie gesagt, ist nicht neu, sondern wurde schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts als Konzept entwickelt und immer weiterentwickelt. Eine Unterart davon, die wir auch sehr stark in unserer eigenen Forschung in der Onkologie einsetzen, sind Maschinenlernverfahren. Und eine Unterart der Maschinenlernverfahren sind besonders komplexe Modelle, die man heutzutage als Deep Learning oder tiefes Lernen bezeichnet. Und warum diese Methoden so besonders erfolgreich im Vorbrechen sind, liegt einfach daran, dass die Lernkurve, ganz platt ausgedrückt, von Deep Learning-Verfahren in der Regel sehr viel besser sind und steiler sind als die von herkömmlichen statistisch getriebenen Maschinenlernverfahren. Nun, wo hat KI schon Einzug gefunden im Bereich der Forschung und Krankenversorgung im Gesundheitsbereich? Nun, an erster Stelle stehen vor allen Dingen Bilddaten, und die Siemens, die auch hier vertreten ist, spielt da sicherlich auch eine Vorreiterrolle im Einsatz von KI-Methoden zur Unterstützung zum Beispiel von Radiologen und Pathologen in ihrer Routinetätigkeit. Und wenn man die Krankheitssektoren sich anschaut, ist auch hier nicht überraschend, dass wie immer eigentlich die Onkologie, also Krebsversorgung, die Vorreiterrolle spielt. Immer wenn es um technische Innovationen und Revolutionen geht, war der Bereich Krebs immer zuvor der erste mit vertreten. Ich glaube, dass wir jetzt eine zweite Welle sehen werden, die vor allen Dingen im Bereich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neuronalen Erkrankungen vor uns steht. Nun, ich hatte Ihnen versprochen, dass ich Ihnen ein Erfolgsbeispiel zeigen möchte, und das ist aus meiner eigenen Arbeit, aus meinem vorherigen Leben, bevor ich nach Berlin kam, aus Heidelberg, und zwar wie wir künstliche Intelligenz und Big Data Technologien in der Onkologie einsetzen. Nun, da nicht alle von Ihnen wahrscheinlich einen genetischen Hintergrund haben, erlaube ich Ihnen in einer Einführung in die Genetik in 30 Sekunden durch einen Mathematiker. Nun, was Sie wissen müssen, ist, dass wir alle fast identisch sind, was unseren DNA-Code angeht. Unser DNA-Code hat ungefähr 3 Milliarden Positionen, und wir unterscheiden uns im Mittel an jeder tausendsten Position. Und das entscheidet darüber, ob man bestimmte Neigungen oder auch bestimmte Krankheitsprädispositionen hat, ob man Bundesgesundheitsminister wird oder vielleicht nur Universitätsprofessor. Und wir unterscheiden bei diesen genetischen Varianten über diese, die wir evolutionär von unseren Eltern vererbt bekommen, und solchen, die wir im Laufe des Lebens durch unseren Lebensstil und sonstige Lebensumstände erwerben, die dann möglicherweise dann wie bei Krebs über die Zeit sich anhäufen und dann zu Krankheitsausprägungen führen.
Nun, das ist auch genau die Idee der Präzisionsmedizin, dass eine Patientengruppe mit einem vermeintlich, sagen wir mal, pathologisch betrachtet homogenen Tumor oder einheitlichen Tumor wir mithilfe einer Charakterisierung entlang von Biomarkern, also die zum Beispiel bestimmte genetische Veränderungen darstellen können, stratifizieren, also unterteilen können und damit dann eben auch vorhersagen können, gegeben ein bestimmtes molekulare Profil eines Tumors, wie sollen wir diesen Patienten möglichst effizient und effektiv behandeln. Nun, warum können wir das im großen Maßstab tun? Nun, das erste menschliche Genom ist nicht mal 20 Jahre alt. Es wurde Anfang der 2000er Jahre veröffentlicht. Zu dieser Zeit hat es noch 20 Jahre gedauert und die gesamte Sequenzierkapazität weltweit gekostet, um mit Hilfe von ungefähr einem Budget von 3 Milliarden US-Dollar das gesamte Genom eines Menschen zu sequenzieren. Heutzutage tut das ein Labor wie meines dutzendfach für ein menschliches Genom jeden Tag für Kosten von unter 1.000 Euro, sodass wir in einem Kostenbereich uns befinden, der nicht mehr exorbitant über dem liegt, was wir tatsächlich auch in der Routineversorgung von komplexen und schweren Erkrankungen einsetzen können. Gut, der hier geht so langsam, gibt seinen Geist auf. Gut. Wir haben in Heidelberg unter meiner Leitung des Genomprogramms zwischen dem DKFZ, dem Deutschen Krebsforschungszentrum und dem Nationalen Zentrum für Tumorerkrankung zusammen mit meinen Kollegen Peter Lichter und Christoph von Kalle von der genomischen und klinischen Seite ungefähr 50.000 Proben sequenziert. Damit sind wir absolut in der Weltspitze, was die Genomsequenzierung im klinischen Versorgungsbereich angeht. Und wenn man sich die Daten anschaut, die wir damit produzieren, befinden wir uns in einem nicht trivialen Bereich. Nur die Daten, die ich Ihnen heute zeige, stammen von 2015, die sind nicht so leicht zu bekommen, aber 2015 war der Datenweltmeister Facebook. Facebook hat 2015 600 Terabyte an weitestgehend nutzlosen Daten pro Tag prozessiert. Gefolgt in einer Größenordnung weniger von Twitter, die weltweit 12 Terabytes an Tweet prozessiert, etwas weniger, wenn ich Vorträge wie heute halte. Last but not least, in dem Vergleich prozessierte mein Lab 2015 Tag für Tag genauso viel Daten, wie Twitter Tag für Tag prozessiert hat. Der einzige Unterschied zwischen Twitter und meiner bescheidenen Arbeitsgruppe ist, dass ich nicht 2000 IT-Spezialisten habe, die mir dabei helfen, diese riesigen Datenmengen zu prozessieren. Nun, wenn man das tut und viele Daten generiert, lernt man notgedrungen sehr viel und man kann natürlich ein wissenschaftliches Renommee aufbauen, basierend auf diesen Daten und möglicherweise ist das auch ein Grund dafür, warum ich hier heute zu Ihnen sprechen darf. Aber die Frage, die wir uns natürlich gestellt haben, können wir diese Erkenntnisse, die wir aus der retrospektiven Genomsequenzierung von unseren Tumorpatienten gewonnen haben, auch in die klinische Routineversorgung prospektiv übertragen? Nun, das haben wir gemacht als einer der allerersten. Wir haben 2013 damit angefangen am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankung, das, wie Sie wissen, das erste seiner Art, das erste Comprehensive Cancer Center in Deutschland war. Es ist ein Joint Venture des DKFZ und des Universitätsklinikums in Heidelberg. Wir sehen, je nachdem, wen man fragt, roundabout 10.000 Patienten, Krebspatienten pro Jahr. Und unsere grobe Abschätzung war 2013, dass möglicherweise ein Drittel dieser Patienten, also ungefähr 3.000 Patienten, von der zusätzlichen Information, die wir aus den großen Datenmengen der Krebsgenomsequenzierung gewinnen können für diesen Patienten, davon auch profitieren können. Nun, das Programm, das wir dort aufgebaut haben, beinhaltet nicht nur viele Köpfe und Stefan Fröhling ist jemand, den ich hier besonders hervorstellen möchte als klinischen Mastermind, der dieses Programm zurzeit leitet, sondern natürlich auch eine Vielzahl von heterogenen Daten, inklusive natürlich die Daten, die wir aus dem Krankenhausinformationssystem ziehen, bildbasierten Daten, aber natürlich in vorderster Front molekulare Charakterisierung mittels der Gesamtgenomsequenzierung. Nun, wenn Sie das in einem klinischen Kontext machen, können Sie sich nicht unendlich viel Zeit lassen, sondern haben ungefähr 4 bis 6 Wochen, je nach Tumorentität, zwischen der Erstdiagnose und der Entnahme einer Probe beim Patienten bis zum Start der Therapie.
Alles, was wir in den 4 bis 6 Wochen machen können, basierend auf diesen Daten, wird diesem spezifischen Patienten helfen. Alles, was länger dauert, wird diesen Patienten nicht mehr berühren, aber natürlich auch einen prospektiven Mehrwert für retrospektive Forschung und für Verbesserung unserer Algorithmen liefern. Nun, auf der rechten Seite sind wir auf der guten Seite für auf einem mittelprächtigen Rechencluster. Und das wird vielleicht Cisco ärgern zu hören. Man braucht also keine Supercomputer dafür, sondern Commodity-Hardware, die nicht so ganz so teuer ist. Die Rechenzeit pro Patient ist ungefähr 4 Stunden auf einem moderaten Rechencluster. Wir brauchen 2 Stunden interaktive Zeit eines Bioinformatikers, diese Daten zu generieren. Die Onkologen sind ein bisschen langsamer. Die haben ja auch ein bisschen mehr zu tun und nachzudenken über diesen Daten. Die aktive Zeit im Mittel eines Onkologen pro Patient beträgt 5 Stunden. Und Sie sehen hier schon, wo die künstliche Intelligenz einen Beitrag leisten muss, weil natürlich dieses Konzept nicht skalierbar ist, wenn wir einen halben Manntag oder Frautag eines Onkologen, einer Onkologin tatsächlich brauchen, um eine Diagnose zielgerichtet zu erstellen. Nun, als wir 2013 damit angefangen haben, haben wir natürlich auch aus ethischen Gründen uns die besonders harten Fälle vorgenommen. Wir haben nur fortgeschrittene Krebsfälle in dieses Programm mit aufgenommen, die vorher schon alle Linien durch Leitlinien vorgegebene Standardbehandlungen durchlaufen haben. Nun, in der ersten Pilotphase von 1,5 Jahren haben wir ungefähr 250 Patienten in diesem Programm aufgenommen. Und zu unserer großen Überraschung war die technische Erfolgsrate, und ich werde Ihnen gleich erklären, was das bedeutet, war die technische Erfolgsrate lag bei gut 50%. Nun, wir haben als technische Erfolgsrate diese Fälle bezeichnet, wo wir mithilfe der molekularen Genomsequenzierung allein datengetrieben eine genetische Veränderung finden, für die es ein zugelassenes Medikament gibt, sodass wir eine zielgerichtete Therapie vorschlagen können. Ob diese zielgerichtete Therapie dann tatsächlich zu einem besseren Ansprechverhalten beim Patienten führt, ist hiermit natürlich noch nicht gesagt. Nun, wir haben nach dieser wirklich erfolgsversprechenden und vielversprechenden ersten Pilotphase uns entschlossen, dieses Programm massiv hochzuziehen auf einige tausend Patienten pro Jahr. Wir stehen nun in diesem NCT-Masterprogramm, in dem wir die Patienten in klinische Studien mithilfe ihrer genetischen Veränderungen, und zwar nicht bezüglich ihrer Tumorentitäten sortiert, sondern nur sortiert bezüglich ihrer genetischen Läsionen, in klinische Studien aufnehmen, bei einem Stand von ungefähr 1400 Patienten, Stand Ende Januar dieses Jahres. Wir können mit Stolz sagen, dass wir nicht nur in 5% der Fälle zu einer Wiederbewertung der Diagnose geführt haben, sondern sehr viel wichtiger ist diese Zahl, die sich in der dritten Zeile unter den Prozentzahlen verbirgt, nämlich von den initialen 56% technischer Erfolgsrate sind wir bei 83%. Das heißt, für 8 von 10 Patienten, die wir molekular charakterisieren, können wir tatsächlich eine genetische Veränderung nachweisen mit Hilfe von validierten, zugelassenen klinischen Methoden und Werkzeugen, für die ein zugelassenes Medikament möglicherweise off-label zur Verfügung steht. Der Anstieg von 56% auf 83% hat keinerlei Grundlage gehabt in der Veränderung der Diagnose der Patienten, in der Änderung der Sequenzierung. Das ist ein rein datengetriebener, algorithmischer Vorteil, den wir durch Anhäufung von solchen molekularen Genomsequenzdaten für viele, viele tausend Krebspatienten eben entsprechend anhäufen konnten und damit unsere Algorithmen sukzessive deutlich verbessern konnten in ihrer Vorhersagepräzision. Nun, wie stehen wir im internationalen Vergleich? Hier vielleicht sozusagen als Hoffnungsträger auch für die digitale Gesundheit. Als wir mit diesem Programm angefangen haben, war Deutschland im absoluten Niemandsland der Genomik im Bereich der klinischen Anwendung. Nur 7 Jahre später gehören wir zu den absoluten Spitzenreiter und weder die Spitzenzentren der Krebsversorgung in den USA noch in Frankreich noch in England können uns in den Zahlen bezüglich der Recommendation Rate, aber auch der absoluten Zahlen der Behandlung der Patienten schlagen, wo wir besonders stolz drauf sind. Und ich hoffe, dass wir in 5 Jahren hier stehen können und sagen, ja, vor 5 Jahren waren wir im Niemandsland der Digitalisierung im Gesundheitsbereich und jetzt gehören wir zu den absoluten Weltmeistern und Spitzenreitern international. Nun,
Als letztes Beispiel möchte ich Ihnen eine klinische Studie kurz kursiv vorstellen. Das ist eine klinische Studie, die auch krebsentitätübergreifend solche Tumore adressiert, die eine DNA-Reparaturdefizienz haben, also einen Mangel in der DNA-Reparaturmechanismen. Das ist die sogenannte TOP-ART-Studie. Und was bemerkenswert ist, an dieser Studie ist nicht so sehr, dass wir sie krebsentitätübergreifend durchführen, sondern sehr viel mehr, dass der Biomarker, den wir für die Unterscheidung der Patienten, die in diese Studie eingeführt werden sollen, nicht etwa nur molekulare Daten benutzen, sondern dahinter steht ein KI-trainierter Algorithmus, der basierend auf den Genomsequenzdaten eine Einsortierung der Patienten vornehmen. Das heißt, Sie können sagen, dass diese TOP-ART-Studie im Wesentlichen auf Algorithmen der KI beruht. Nun, ich hoffe, dass das abschließende Beispiel Ihnen gezeigt hat, prototypisch, was wir alles Wunderbares in Deutschland machen könnten, wenn wir nur tatsächlich jetzt auch das umsetzen würden, was wir schon lange uns vorgenommen haben, nämlich eine flächendeckende digitale Erfassung von Gesundheitsdaten aus der Krankenversorgung und eine enge Verkopplung und Interaktion mit forschungsbasierten Methodiken, die wir sehr viel schneller in die klinische Translation bringen wollen, können wir tatsächlich zu einem Mehrwert für alle Beteiligten im Gesundheitsbereich beitragen. Und ich bin mir sicher, dass wir mit diesen datenbasierten Ansätzen die Präzision, aber auch die Effizienz der Behandlung nicht nur im Onkologiebereich, aber auch in allen anderen großen Krankheitsbereichen verbessern können. Und last but not least, lassen Sie mich mit dem Statement enden, dass Daten Leben retten können, wenn Sie uns nur diese Daten zugänglich machen und analysieren lassen. Vielen Dank. Thank you.